Nee, was soll das? Ich bin Til Schweiger. Ich bin ein Unikat. Ich bin einmalig. Ich lock 6 Millionen Leute in meine Kinos. Und dann sagt das Feuilleton, meine Filme sind scheiße. Das ist einfach Rufmord. Sie sagen, ich kann nicht sprechen, das ist einfach Eheabschneidung. Sie sagen, meine Filme sind Massenware, das ist Verleumdung. Meine Filme sind gut, ich habe sie alle selber gesehen. Und diese abgefuckten Wichtigtuer, die haben ja kein Gesicht in der Zeitung. Das ist ekelhaft, das ist ekelhaft. Aber jetzt bin ich Tatortkommissar. Und damit haben diese Herrschaften nicht gerechnet. Weil jetzt kann ich überführen und recherchieren und Zeugen vorladen. Und dann sind die nämlich dran. Weil Rufmord und üble Nachrede, das ist ein Strafbestand. Und dann erwische ich die alle. Und dann gibt's richtig heftige Saftstrafen. Stressige Haftsaften. Strapsige Haftsaften. Scheiße, wenn ich wüsste, wie man es ausspricht, wüsste ich ja, was ich meine. Leck mich am Arsch. Dankeschön, 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 guten Abend und herzlich willkommen wieder im Studio Richling, meine Damen und Herren. Ja, ja, ihr satirischer Tatort, wir werden heute alle Unverständlichkeiten, alle Nuscheleien, alle Widersprüche in Politik und Gesellschaft und in Wirtschaft nachstellen und auch aufdecken. Wir entschlüsseln heute Wortkaskaden von Merkel, wir lösen Silbenrätsel von Brüderle und von Kretschmann und wir klären die Machenschaften auf des Papstes bei seinem eigenen Rücktritt. Also wirklich unglaublich. Doch. Der Papst ist die Meldung des Jahrtausends. Non habemus papam. Es ist doch, also der Papst ist wirklich seinen Verpflichtungen erlegen. Er tritt zurück wie jeder profane Ortsbürgermeister von Königs Wusterhausen. Also nicht zu fassen, doch. Soll ich zu fassen? Was ein Bruch in der Glaubensgeschichte. Ich bitte Sie, der Papst ist Stellvertreter des Herrn auf Erden. Nicht? Wir sind schon fassungslos. Ich möchte nicht wissen, was für ein bedeppertes Gesicht Gott selbst gemacht hat. Es ist aber auch bezeichnend für das Frauenbild der Deutschen, dass mit dem Rücktritt des Papstes Rainer Brüderle mit seiner Sexismusdebatte sofort aus den Schlagzeilen verschwunden ist durch einen Mann in Frauenkleidern. Na, vielen Dank. Heiliger Vater, ich bin sofort zu Ihnen geströmt. Ich habe gehört, Sie haben gekündigt nach noch nicht mal 8 Jahren. Das ging ja, Pontifix. Warum denn? Quid, quid agis prudenta agas et respice finem. Ach so, ja, da kann ich ja nichts dafür. Absurda sainis canere suerello narrare fabulam. Ja, fabulam, fabulam, das ist doch nicht mein Fehler. Ich meine, wir haben ja ein Unwirtschaftlichkeitsdossier wegen diesem Stuttgart 21, aber deswegen glaube ich trotzdem wieder besseres Wissen daran, genauso wie ich es in der Kirche gelernt habe seit über 1000 Jahren. Warum ein Rücktritt 700 Jahre nach diesem Papst Cholesterin, verstehe ich nicht. Dies ire, dies illa. Ja, dies, dies, dies und das. Nicht, das hätten Sie mir sagen müssen. Wie stehe ich denn jetzt da in der Weltöffentlichkeit? Schawan und Gutenberg und Köhler und wer ist der andere Dingens? Wolf. Wolfens. Die haben mich alle vorher angerufen vor ihrem Rücktritt, um mit mir die Modalitäten zu besprechen. Schon aus Dankbarkeit, weil sie durch mich was geworden sind. Ich habe ihnen beim Papstamt den Vortritt gelassen und sie schleichen sich vom Acker des Herrn, ohne mich zu fragen. Also, wie tollis peccata mundi. Nein, ich halte überhaupt nicht meinen Mund, nicht? Gutenberg und Schawan, das war etwas ganz anderes. Sie sprechen Latein, das versteht kein Mensch, da versagt auch jedes Schreibprogramm der Computer, nicht wahr? Da ist Ihr Rücktritt eine völlig überzogene Reaktion. Das hätte in Jahrtausenden kein Mensch bemerkt, dass Sie aus der Heiligen Schrift abgeschrieben haben für Ihre Doktorarbeit.
angenehm Brüderle. Ich will, pardon, ist eine Frau im Saal. Ich muss ja vorsichtig sein, wie sie Frauen, wenn man das Wort überhaupt noch ungestraft in den Mund nehmen darf. Frauen sind ja dermaßen hysterisch inzwischen, dass sie das Wort Brüderle auffassen würden als Imperativ zur Verschwisterung. Pardon. Wie sie, der Kontakt mit einer Frau wird immer ähnlicher. Der Begegnung mit einer Drückerkolonne. Man nimmt die Frau zur Ansicht beiseite. Kaum wenn wir sie dann doch fallen lassen, wird man überzogen mit Verunglimpfungen und Ansprüchen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ah, sehr viel Dank. Ich bin ja gerade vergewaltigt worden von dieser Journalistin vom Stern, Frau Himmelreich. Ja, also erst fing sie an mit meinem Alter und sie sei 28. Also junges Flittchen, will sich hängen an die große, gelebte Politik, wie bei Willy Brandt, die junge Brigitte Seebacher damals, oder bei Helmut Kohl jetzt die junge Mareike Richter, oder Herr Müntefering, seine Frau, ganz genauso. Dieses Schicksal wollte ich nicht erleiden. Folge ist übel Nachrede und Rufmord, weil ich es nicht erhört habe. Mein Blick wäre gewandert auf ihren Busen. Das kann überhaupt gar nicht sein, weil gar kein Busen da war. Deswegen habe ich da so lange geguckt, weil ich mich da gefragt habe, wo hat diese Dame denn im Gottes Willen ihren Busen hingetan? Ja, deswegen habe ich auch gesagt, Dirndl für Sie ja, aber Sie müssen es zusätzlich noch ausfüllen. Ja, das ist gemeint gewesen. Und endgültig bei mir abgeblitzt war sie dann, wie sie gesagt hat, sie möchte die Sache professionell halten. Sehe ich aus, als ob ich dafür bezahlen wollte? Also, eine Professionelle. Der Gerhard Schröder hatte Glück gehabt damals. Ja, Gerhard Schröder, der hatte das Gleiche, ihm ist gleich passiert. Da war er aber kurz vorher geschieden worden. Ja, das heißt, er konnte die entsprechenden Journalisten vom Fokus direkt vor einem eventuellen Artikel vom Fleck weg heiraten. Großartig gelöst. Gut. Es war natürlich auch gemein von der Himmelreich, verstehst du, dass sie sofort vor dem Gespräch noch dem Brüderle X Softporno-Heftchen hingelegt hat zur Ansicht mit drallen Frauenhintern und feuchten Brüsten, also Ausgaben vom Stern eben. Ja. Nach so einem öden Parteitag, da reagieren ausgetrocknete Delegierte auf jeden Fall erregt. Aber wir halten fest, die Himmelreich wollte keine Gleichheit. Sie wollte einfach den Mann Brüderle beherrschen. Nicht wahr? Ja, sie wollte den Spieß einfach mal umdrehen. Das kann man auch verstehen, ist auch legitim. Und trotzdem bleibt sie dann aber weiblich inkonsequent in diesem, sie schreibt wie alle Feministen, ja, es muss ja nicht heißen Mann macht, sondern Frau macht. Ja, so Formalien, nicht wahr? Aber Pelze tragen die Damen weiter als Hermelin. Frau Melin wäre das richtige Wort, nicht? Ja, nun ja. Eigentlich dürfte alles nur noch Herr und Frau vorragend sein, nicht? Und wenn für eine Emanze noch ein männliches Herz schlägt, dann müsste sie ja nur singen dürfen, mein ist dein ganzes Herz, Frauz, so rum. Egal. Hat mit dem Brüderle, Sie werden von mir gehört haben, Spitzenkandidat der Opfer von Übergriffen aus der Unterwelt, aus der Frauenwelt, ich bin da, diese Sternkanaille, Himmelreich, ja, hat ja ihre Machtposition mir gegenüber schamlos ausgenutzt. Sie hat mich mit, die Presse macht Politiker, aber nicht umgekehrt. Ja. Sie hat mich mit optischen K.O.-Tropfen mental benebelt, schachmatt gesetzt und mich jetzt an den Pranger gestellt. Aber wenn der Gemüsehändler seine Tomaten, seine Melonen, seine Zwetschgen und seine Feigen in der Auslage drapiert, ist er nicht empört, wenn die Leute es abgrapschen und kaufen. Also, seit ich Frauen kenne, kenne ich sie nur als Drapage, die dem Mann signalisiert, zugreifen, abgrapschen bitte. Aber offenbar nur, um das Bedürfnis nach Unterdrückung zu stillen. Frauen stellen sich bloß auf Tittenblättern, damit sie entdeckt werden als Boxenluder, als Miss Germany oder als Pornomodell. Und wenn der Mann drauf anspringt, ist er die Drecksau. Das ist wie in der katholischen Kirche. Lustgewinn wird bestraft mit Hölle und Exkommunikation. Aber unter den eigenen Röcken sitzen die geschändeten Knaben. Das ist ekelhaft.
Also, heiliger Vater, ich muss noch einmal zu Wort kommen. Sie können nicht gehen wegen einem Missverständnis. Ich weiß, Sie sind belastet durch den Missbrauch in der Kirche, aber bei diesem Fleischskandal handelt es sich nicht um neuerliche Vorkommnisse der körperlichen Lust bei Priestern. Also, was soll das? Nolens volens? Ja, palim palim. Meine, Sie sind der erste deutsche Papst. Wissen Sie, was Sie uns damit antun? Das ist das Gleiche, wie wir vor 100 Jahren die Kronkolonien aufgegeben hätten. Sie geben ohne Not die Kronkolonie Vatikan auf. Es hat mal geheißen, wir sind Papst. Jetzt heißt es, wir sind Rücktritt. Vielen Dank. O tempora omores. Als Deutscher. Deutsche Tugenden sind Leidensfähigkeit und Durchhalten. Und dieses Bild haben Sie zerstört. So rum. Sie machen die Marke Papst Made in Germany zu einer Raubkopie, die sich irgendeiner unter den Nagel reißt, der aus einem Land kommt, wo die Glaubensproduktion eben billiger ist. Wenn Gott das noch erlebt hätte, wirklich. Gerade Humanum ist. Hör auf, Frauen oder Homosexuelle oder Missbrauchsopfer, Vergewaltigungsopfer, Geschiedene, ja. Aber deswegen geht man doch nicht. Hier, der Flughafen Berlin oder Stuttgart 21, das sind Milliardengräber, das ist viel schlimmer. Glauben Sie vielleicht, Wovereit oder Grube treten zurück? Die denken gar nicht daran. Geben Sie wieder her. Ja gut, also, diese Stuttgart 21 wird offensichtlich nicht fertig. Ich kann mir das auch nicht aufhalten mit diesen Kleinigkeiten. Ich muss zurück ins Studio Richling. Ja, genau. Wir warten ja schon auf Sie. Alles redet schon wieder hier von Stuttgart 21. Ach, bin ich schon da? Ja. Wir haben uns gerade noch mal das Ergebnis der Volksbefragung angeguckt. Ja, bitte, da weiß man ja jetzt, dass die zustande kamen, nur wegen Lügen und falschen Angaben. Da müssen Sie aber doch jetzt richtig mal was dagegen machen. Jetzt haben Sie einen Grund. Warum machen Sie denn jetzt nicht? Ja gut, also weil ich halt der Philosophie mehr verhaftet bin wie der Politik. Wie meinen Sie das? Das hat ja Frau Merkel ausgedrückt im Bundestag vor 2 Jahren. Ach so. Hat sie gesagt, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird, dann ist Deutschland unregierbar. Ja, das war doch Quatsch. Das hieß ja, unser Bahnhof wäre Bundesregierungszentrale. Also, wenn Sie es philosophisch sehen, ja. Weil der Bahnhof Stuttgart 21 ist halt eine Verklausulierung. Das ist ein Symbol. Ja, Symbol für Lügen, falsche Angaben, für Untreue, für Meinheit, für Lügen, falsche Angaben. Ja, eben. Ja. Und ohne das kann Deutschland nicht regiert werden. Das ist aber sehr philosophisch, muss man sagen. Ja, stellen Sie mal vor, Sie ziehen alle zur Verantwortung, die bei Stuttgart 21 gelogen oder falsche eidesstaatliche Versicherung abgegeben haben. Den Mappus, den Schuster, den Käfer, den Grube, vielleicht der Ramsauer Merkel vielleicht sogar. Ja, wie wollen Sie Deutschland regieren, wenn die alle ihre Haftstrafen absitzen? Das heißt... Ja. Das heißt, wir müssen jetzt ungestraft die Lügen weiter ertragen, oder wie soll das denn weitergehen? Ja, wenn Sie nicht wollen, dass Anarchie ausbricht, ja. Aber das kann doch nicht der Politik letzter Schuss sein, das ist doch nicht möglich. Na ja, also, wie wollen Sie es machen? Ich weiß nicht. Mal sogar bei großen Neuanfängen, wie 1945 oder 1990, Deutschland nur regieren können, indem wir die alten Lügner und Verbrecher, wie Alt-Nazis und Alt-Stasis, beteiligt hat. Ohne das wäre Deutschland nicht funktionsfähig gewesen. Sie sehen keine Möglichkeit dann für einen Ausstieg. Das kann doch nicht sein. Ja gut, also da kommt natürlich die Philosophie der notwendigen Lüge zum Tragen. Wir Grünen haben 30 Jahre gebraucht, bis wir gescheite Regierungsverantwortung hatten. Aber erst das Desaster um Stuttgart 21 hat uns die erste Regierung gebracht im Land Baden-Württemberg und in der Stadt Stuttgart. Ja, also, was meinst du, wie viele Katastrophen wir brauchen, bis wir auch im Bund an erster Stelle regieren?
Jetzt so bunt. Wegen dem Dossier von Herrn Ramsauer, das Stuttgart 21 abläst. Da sehen wir Grünen alt aus. Ja, aber der Ramsauer hat ja selbst gesagt, dass das Dossier aus der untersten Ebene bei ihm kommt. Na gut, also drüber gibt's halt nichts bei ihm. Der Ramsauer ist halt unterste Ebene. Nur, wenn nach den ganzen Jahren jetzt ein Papier auftaucht zur Wirtschaftlichkeit bei Merkel und Ramsauer, da weiß mal, warum der Herr Seehofer so dringend das Betreuungsgeld hat haben wollen. Er braucht's halt für die beiden. Also Sie bleiben dabei, es wird weiter gebaut, oder wie? Ja, gut, also. Ja, gut, also. Es hat natürlich auch was Beruhigendes. Ach so. Die Menschen in Russland waren ja jetzt gerade völlig schockiert und paralysiert wegen diesem Meteoriteneinschlag. Wenn sowas in Stuttgart passiert, dann lehnt sich der Schwabe halt bequem zurück und denkt sich, bloß der schlimmste Meteorit hat uns schon lange getroffen, die Deutsche Bahn. Ja, aber... Das ist er. Also, ja. Wir sehen offenbar, Ehrlichkeit ist nicht lebensfähig in der Politik, obwohl sie zu den menschlichen Idealen gehört. Aber da gehört die ewige Liebe auch dazu. Und trotzdem werden die meisten Ehen geschieden. Nicht? Weil die Wahrheit die Menschen zu unspannend ist. Nicht? Deswegen wählen so viele Italiener wieder Berlusconi, den Lügner. Nicht? Weil es ja noch spannender ist, wenn man in einer Lüge auch noch selbst verzockt wird. Oh, pardon. Danke dem Brüderle, die letzte männliche Bastion auf weiter deutscher Erde. Die Frauen auf das reduziert, was sie sind. Thema für Herrenwitzchen. Anders wird mir ja dieser Monster-Weiber-Truppe nicht mehr fertig, die nur noch Testosteron gesteuert ist. Frauen sind der billige Versuch, die Biologie ins Abseits zu befördern. Sagen Sie mal, also, oder höher, Sie sind ja stecken geblieben im emanzipatorischen Neandertal. Was Sie hier von sich geben, ist unglaublich. Sind Sie eine Frau? Schwarze, ja, allerdings Schwarze. Frau Schwarze, Sie werden von mir gehört haben. Ich glaube, es ist bezeichnend, dass Ihre erste Frage mir schon gilt als Frau. Sind Sie eine Frau? Schon eine Unterscheidung zu betonen, ist also der Gipfel der Bloßstellung. Da weiß jeder im Raum, ah, so sieht eine Frau aus. Ja, ein Opfer, eine Zielscheibe, ist unerhört. Aber Sie sind doch eine. Das geht Sie aber nichts an, ja? Wenn Sie als Mann mich als Frau ansprechen, drücken Sie schon diesen Klassenunterschied aus, der mich als Frau auf das Frausein reduziert, ja, und zu einer willenlosen Empfängerin macht von männlichen Sexualattacken. Frau hat im Mund eines Mannes nichts verloren. Ist unglaublich, ja, ist unglaublich. Ja. Mit Ihnen habe ich ja gar nicht gesprochen. Das ist also der Gipfel des Sexismus, ja, mich nicht anzusprechen, um mich nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ist unglaublich, ist unglaublich. Zur Kenntnis nehmen bedeutet für Sie als Frau gleich sexistische Anbiederung. Ach, und warum wohl? Ja, warum wohl? Nicht wahr? Wenn Sie das Wort Feminismus aussprechen, dann denken Sie ja nur an Frauen. Ja, 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 ja. Dabei sind Sie genauso länglich wie Ihre Krawatte. Sie sind von oben bis unten, Sie, ein einziger Phallusersatz, ja? Ja, und mit einem Schamhaartupfer auf dem Kopf, also grauenhaft. Und Ihr Glas Wein, das drückt ja nur Ihr Leck- und Saugbedürfnis aus, ja, mit dem Sie an den Brüsten der Mutter sich befriedigen konnten, postnatal. Da sind Sie stehen geblieben, nicht wahr? Und das haben Sie mich mit keiner Sekunde spüren lassen, mit keiner. Mir nicht die Chance zu geben, Sie abzuweisen. Also der Gipfel des Sexismus. Damit killen Sie das Letzte, was zwischen Mann und Frau noch an Bindeglied zu haben ist. Ja, ja, ja. Dieses Verhalten auf Augenhöhe, was Sie an den Tag legen, ist zum Kotzen arrogant, zum Kotzen. Ja, ich weiß, ich bin Till Schweiger. Ich bin bekannt, das ist mir bekannt. Ich habe ja auch Filme gemacht. Das müssen Sie jetzt ertragen. Jetzt mache ich sogar Tatort. Aber so richtig mit Kommissar und Verbrechen und Überfällen und so und mit Recht und Ordnung und so.
Ich meine, ich will mich jetzt nicht loben oder so, aber was in Großstädten so an Einbrüchen passiert oder so, da ist ja die Aufklärung 10-20%. Mord ein bisschen mehr, so 30-40%. Aber was wir im Tatort gedreht haben, das ist also jedes Mal Aufklärungsquote über 100%. Fast 200%. Das ist der Wahnsinn. Ich finde es auch wahnsinnig beruhigend so für das Vertrauen in das öffentlich-rechtliche Rechtssystem. Ja? Was ich nur nicht verstehe, ist, wenn diese Kripo in Deutschland nicht weiterkommt, warum die die ganzen Fälle nicht lösen lassen von uns, vom Tatort, von mir. Ich kann's ja nicht. Oder in der Politik, da gibt's ja so krasse Kriminalfälle. Warum die das nicht bei uns machen lassen? Wo einer nicht weiß, was der andere gelogen hat, oder so Gysi oder so, ja. Oder Chavan, das ist so eine Schauspielerin, das kennt keiner, ist egal. Die ist Bildungstusse und dann kommt raus, sie hat was geklaut und das war vor 30 Jahren, das ist aber doch verjährt. Und dann denkt man, sie wird trotzdem gejagt. Warum hat sie einen Raubüberfall gemacht? Ist da jemand ermordet worden oder so? Wie ist das zusammen? Das ist alles so scheiße gedreht und ist alles so wirr. Irgendwie, da ist doch noch was anderes dahinter, denkt man. So wie im Vatikan oder so. Ich hätte das ganz anders gemacht. Ich hätte mit der Chavan richtig gearbeitet, so richtig, also als Regisseur auch, das kann ich ja auch, ich bin ja Regisseur auch, ich bin richtig Regisseur. Ja? Und dann gesehen, wie sie richtig besetzt, die Chavan, so mit dem Aussehen, da passt sie doch nicht in die Bildung, das ist doch völlig irre. Ich hätte ihn in den Heimatfilm getan. So als deutsche Heidi, zusammen mit ihrem Berliner Ziegenpeter. Peter Ramsauer, so richtig. Zwei Erzählstränge, die dann erst spät sich zusammen auflösen, wo man es richtig sieht, die gehören zusammen, lösen sich gegenseitig auf, dass man sieht, also am Anfang sieht man, wie jemand Seiten rausklaut aus dem Buch und dann rausreißt und dann Schnitt und dann sieht man, wie Gleise geklaut werden, also sie verschwinden in der Erde drin, weil so ein Bahnhof gebaut wird in Stuttgart und dann, also ich will es nicht alles erzählen, aber am Schluss kommt raus, dass diese Chavane, wie sie heißt, die hat ihr ganzes Leben lang abgeschrieben. Am Anfang mit der Doktorarbeit und dann später die ganzen Planungsarbeiten für Stuttgart 21. Das hat sie alles abgeschrieben für den Flughafen Berlin. Die ganzen Berechnungen sind falsch, weil ein Flughafen ist ja kein Bahnhof. Das kommt aber nur raus, weil der Flughafen nicht unter der Erde liegt. Weil das oben, da sieht man das alles und so kommen sie auf die Doktorarbeit. So. Ja? Das Fall gelöst. Tatort. Aber so wie es läuft, ist es als politischer Film völlig auseinander. Das ist einfach, das muss professionell gemacht worden. Im Tatort, bei mir. Die Leute, die sagen mir ja immer, ich mache billige Gags so mit Rülpsen und Fürzen. Ist doch Politik pur. So wie es jetzt läuft, läuft Politik völlig an der Wirklichkeit vorbei. Das gehört einfach in die bundesdeutsche Realität, zum Tatort, zu mir. Ja. Mit Til Schweiger würde einfach die Politik oscarreif. Jedes Amt ist nur noch eine Trophäe. Ja, naja, es ist nur gemein, dass diese Chavan ihre Trophäe hat zurückgeben müssen, weil alles heute im Netz durchleuchtet wird von Leuten, die sich nicht zu erkennen geben. Du. Keiner weiß, wer die Chavan aufgedeckt hat. Und das heißt, wir werden bald einen Terror der Aufklärung haben, der dazu führt, dass wir bald ein Volk sind von Verbrechern, weil je mehr Mittel, umso mehr findest du bei jedem von uns, nicht in einer radikal-extremistischen Moraldemokratie. Und das heißt, wir werden bald eine Nation von Denunzianten. Und das heißt wieder, alle flüchten dann wieder zur katholischen Kirche, weil die ihre Schuldigen sich selbst überlässt und ein paar Rosenkränzen. Ja, so ist das. Ja. Man verlangt zwar die Beichte, aber der Priester muss ja das Beichtgeheimnis wahren, verstehst du? Und der Schuldige kann munter weiterleben. Im Netz aber spielt eine kleine Gruppe die Inquisition des Mittelalters, nicht wahr? Und unter dem Deckmantel der Anonymität und der Kutte der Unkenntlichkeit machen sie das Internet zum neuen Scheiterhaufen und zur neuen Jagd auf Hexen. Womit natürlich nicht eine Deschavan persönlich gemeint ist, Entschuldigung.
Nee, also... Vot homines tot sententia fabulum esse sue quemque fortune, homines fabulum esse sue... Nee, nun lenken Sie mal nicht ab. Es bleibt also bei Ihrem Rücktritt. Dankeschön. Damit haben Sie die Christen vom Glauben befreit. Sie sind als Stellvertreter des Herrn sowieso schon halbes Jenseits. Und dieses Jenseits ist das Ziel aller Katholiken, nicht wahr? Von Ihrem Papsttum bleibt doch das Diesseits. Non plus ultra. Nee, eben nicht. Ihr Rücktritt ist ein Rücktritt vom Überirdischen. Das entspricht nicht der Schöpfungsordnung, die der Mensch Gott vorgegeben hat. Ist Gott vielleicht eine Frage des Alters, frage ich Sie? Was ist das für eine Glaubenslehre, wo sogar der Papst entließ? So unvorstellbar. Hannibal Anteportas. Hä? Ich verstehe kein Wort. Aber gerade weil ich Sie nicht verstehe, glaube ich Ihnen ja jedes Wort. Nicht? Ihren Rücktritt versteht jeder. So rum. Hä? Er macht Sie menschlich und damit ungöttlich. Hm? Und so frage ich dich, mein Sohn, wer will einen Papst als Mensch? Der Mensch ist gerne göttlich, aber wenn er merkt, das Gottsein ist nur eine Umgehungsstraße, um wieder schnöder Mensch zu werden, ja, wird ja die ganze Lebenszielsetzung zum einzigen Kreisverkehr, nicht wahr? Menschliche Größe hin und her, die will ich ja bei einem Papst nicht haben. Gott kann mir als Mensch gestohlen bleiben. Ist Gott wenigstens Deutscher? Ich frage nur. Quos ego? Ja, Ego. Ja, Ihr Rücktritt war auch Ego. Nicht? Tritt Gott vielleicht zurück? Wann sagt mir Gott, dass er gebrechlich ist? Sie solidarisieren sich nicht mit den Leiden des Herrn. Der konnte auch nicht vom Kreuz runter. Sie erlösen sich selbst, so. Hm? Dunia proprio palio. Ach nee, ich bin sauer. Jetzt bin ich auf weiter deutscher Erde die Einzige mit Anspruch auf Unfehlbarkeit, die im Amt bleiben muss, bis der Tod mich scheidet. Eine muss ja Christ sein. Obwohl, so menschlich war der Papst eigentlich gar nicht mit seinem Rücktritt, verstehst du? Er geht vor seinem endgültigen Leiden, das heißt, das Leiden des Herrn soll das Seine nicht sein. Ne? Die Kirche krankt an Missbrauchsskandalen und an Mitgliederschwund. Der Papst geht, ja, das sieht menschlich aus. Ist aber in Wahrheit etwas, was ihn unterscheidet vom Mensch. Natürlich, guck mal, der normal sterbliche Todkranke kann auch weiter von seiner Krankheit nicht zurücktreten. Nach der Kirche bleibt ihm Sterbehilfe weiter untersagt. Und das heißt, der normale Mensch ist inzwischen mit seinem Leiden, dem Leiden des Herrn, näher als der Papst. Der Papst ist vielleicht menschlich geworden, aber der Mensch dafür umso göttlicher. Nicht? Aber nur, wenn er leidet, natürlich, ist ja ganz klar. Ja, bitte. Und das heißt, die Welt ist in einem wahnsinnigen Umbruch, nicht wahr? Natürlich, wenn Sie bedenken, Beatrix dankt ab und Schawan dankt ab, der Papst dankt ab, du. Das heißt also, die Gläubigen sind ohne Halt, die Royalisten haben keine Heimat mehr, die Bildungszentren, denen ist der Boden entzogen worden. Ja, wenn das so weitergeht, dann muss ich ehrlich sagen, du, da können wir uns wirklich nur noch verlassen auf die Demokratie, also auf uns. Guten Abend noch.